Aber jetzt ist hier schon wieder diese komische Brücke. Haben wir eigentlich alle Kreaturen jetzt? Ne, fehlen immer noch zwei. Ich glaube, er ist einer davon. Warte auf mir. Oder hatten wir den schon? Ne, jetzt haben wir ihn. Okay, weiß ich aber nicht, was noch fehlt. Mehr von den Fischen sind mir nicht aufgefallen. Jetzt haben wir eigentlich nur noch die Fläche hier. Oder sind wir die letzte Kreatur, die wir aufdecken? Das kann durchaus sein. Waren wir da schon? Wo bin ich? Ja, da waren wir schon. Kann ich von hier? Nein, kann ich nicht. Weil eine fehlt noch. Ich weiß aber nicht welche. Vielleicht ein Hund oder sowas. Diese Rochen haben wir schon, ne? Oh, der ist, glaube ich, gerade von unten gegen mein Boot gehüpft. Upsala. Okay, ich kann nichts mehr ausmachen. Dann lass uns mal eine Kiste holen. Das Ding hier sieht halt noch aus wie als ob, ne? Weil sich das so abhebt. Irgendwie. Wahrscheinlich nicht. Und wie gesagt, ich weiß jetzt halt auch überhaupt nicht, welche Kreatur noch fehlen sollte. Außer wir als letztes. Hier war ich schon, ne? Ja. Ja, natürlich. Also es wird doch wieder scheiße sein. Man muss ja nichts sehen, um was zu erkunden. Ist ja nur ein Erkundungsspiel. Machen wir halt dunkel. Macht ja gar nichts. Kannst ja gut erkunden, weil ich glaube, hier müssen wir hin, ne? Ja. Skyline Condors. Skyline Wohnung. Okay. Ich sehe übrigens nichts. Ich habe schon irgendwo so ein Gerät blinken sehen, so ein Buch. Müssen wir halt nur hinkommen. Darüber dann, ne? Ja. Da oben müsste gleich das erste sein. Das Problem ist ja auch, wenn wir die nicht gesehen haben, werden die auch nicht aufgedeckt, ne? Also, wir können nachher, können uns irgendwie 5 Seiten fehlen, aber die werden vielleicht gar nicht auf der Map angezeigt. Weil wir die gar nicht aufgedeckt haben. Soll die nicht in der Seite sein? Da hinten geht's noch runter. Okay. Oder geht's da weiter? Sieht aus, ob es da weiter geht. Oder geht's da weiter? Ich bin unentschlossen. Wobei, nee, das da ist der offensichtlichste Weg. Also müssen wir eigentlich hier eine Seite sein. Hoffe ich. Okay, dieses Zickzack-Geklettern ist auch ganz dezent nervig, ne? Ein bisschen. Ich mecker viel, ich weiß. Ich kann auch nichts dafür. Aber jetzt ist es eigentlich ein schönes Spiel und auch interessant. Auch wenn mir so ein bisschen ja, mehr Story-Präsentation fehlt. Ja, okay, ich glaube, hier geht's weiter, ne? Mhm. Die Vögel fehlen mir. Die Pflanzenvögel.
Mhm. Frage ist, wenn ich jetzt hier weitergehe, verpasse ich dann irgendwas? Ich hoffe nicht. Muss mal gucken, vielleicht komme ich auch wieder zurück. Hier komme ich rein, theoretisch wieder runter. Ich glaube, hier wäre ich auch von der anderen Seite hingekommen, ne? Das wäre hier gewesen, ne? Ja. Okay, cool. Dann haben wir hier schon mal nichts verpasst. Das ist schon mal schön. Können wir jetzt hier wieder hoch? Und dann müssen wir da rüber. Gespannt, wie das ausgeht hier mit uns. Werden wir zur Pflanze? Oder werden uns die Pflanzenmänner holen? Ne, ist doch bestimmt noch irgendwo ein Buch, wo ich nochmal runter muss, oder? Ich will fast drauf wetten. Geh erstmal hier lang. Da geht's weiter hoch. Nee, hör auf. Erstmal rumlaufe. Das ist eine Brücke. Das ist eine verflucht große Brücke. Und da geht's auch hoch. Okay. Hier ist nichts mehr. Komme ich hier auch nicht runter. Nur da, wo wir hochgekommen sind. Denn hier geht's nicht hoch, ne? Nein, natürlich nicht. Kann natürlich nicht an jeder Ecke hochgehen. Nur in jeder zweiten. Aber... Nee, wenn ich gerade hier bin... Lass uns doch mal... Aber hier ist nix, ne? Nee. Akut gar nichts ist hier. Hier ist ein bisschen zu viel Geflänse. Da von der Seite. Kann ich so durchlaufen? Ja. Aber hier. Ah, okay, die Entstehung der Pflanzenstadt anscheinend. Und dann sieht so nach dem Thema aus, Geschichte wiederholt sich irgendwie, ne? Oh, da ist noch was. Ah, oh, Mist, ich muss wieder runter. Shit. Da die eine Ecke. Okay, das habe ich jetzt gesehen, das muss ich mitnehmen. Das tut mir leid. Das will ich mitnehmen. Den gehen wir nochmal runter. Macht ja nichts. Ist ja nicht so, dass hier alles hinter uns zusammenbricht. Nur ein bisschen dunkel. Ich dachte, die andere Ecke wäre jetzt quasi ein direkter Zugang nach oben, aber war ja gar nicht. Doof. Also rein theoretisch müssten wir immer überall einmal hochklettern. Ja, nicht an, dass hier so ein Ding ist, ne? Na gut, jetzt doch. Wenn du hochguckst, dann kannst du es ahnen.
Nein. Böse. Der Mond kommt raus. Die Wetter ist ausnahmsweise mal für 2 Minuten gut. Ich wollte sagen, für den aufs Kran klettern hätte es eigentlich eine Trophäe geben müssen, aber gab es ja auch. Beziehungsweise die Trophäe gab es nicht für den auf den Kran klettern, sondern dafür, dass wir alle Monumente gefunden haben. Habe ich bloß die ganzen Pflanzenmenschen die ganze Zeit aufhalten? Und was wollen die von mir? Und was hat es mit denen überhaupt auf sich? Diese Bilder beantworten keine meiner Fragen. Nur mal so, nebenbei. Also ich habe echt viel übersehen, ne? Gerade so diese Bootsteile. Außer es gibt gleich noch eine Map, was ich fast nicht glaube. Was war das? Achso, Anabolika, ne? Weil wir müssen ja stärken. Oha, 2, 4, jetzt sind da schon 6. Guck mal, die sind doch auf unserem Glockenturm, oder nicht? Ja, noch ihn schön anstecken. Ja. Was bedeutet das Plus denn? Oder soll das ein Kreuz sein? So, warte jetzt. Schmerzmittel. Die waren doch da oben, oder nicht? Da er ist gerade aufgeploppt. Okay, wir brauchen jetzt, glaube ich, nichts mehr großartig absuchen hier. Okay, hier ist noch eine Ecke, die wir noch nicht haben, aber gerade drauf zu. Wir können ja mal gucken. Ob hier noch irgendwas ist. Ich glaube fast nicht. Mo, was ist das denn? Das habe ich nicht gesehen. Okay, noch 6. Spawn hier pro Kapitel irgendwie? Was wir haben? Oder habe ich das einfach nur nicht gesehen? Ist das ein Rohr? Nee. Was er wieder? Ja, hier, die fehlen mir noch, ne? Ach, jetzt habe ich ihn. Ha! Haha! Kackvögel. Also, das reicht doch, wenn ich die mit dem Fernglas anglotze. Okay, das ist ja... Ja, gut. Jetzt ist das gut zu wissen. Jetzt ist es vorbei. Ich muss da nicht ranfahren. Ich muss die nur mit dem Fernglas anglotzen. Okay. Wir brauchen jetzt, glaube ich, nichts mehr großartig suchen, ne? Bei dem Ding waren wir schon. Weil hier hinten ist ja mehr so offenes Meer. Viel zu sehen gibt es da nicht mehr. Weil das halt nicht so dunkel wäre, ne? Hä? Hier waren wir doch auch schon. Hä? Hier bin ich doch lang gefahren. Wieso ist das nicht mehr aufgedeckt? Was ist das für ein Schmarrn?
Hier war ich doch hundertprozentig. Hier auch, oder? Ja. Okay, dann wüsste ich jetzt nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habe ich hier. Und uns fehlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ich glaube, dann können wir fast alle finden. Ja, dann lass uns mal das letzte Vorrätchen holen. Ich habe keinen Plan, wo die restlichen Bootssachen sind. Die sind halt nicht da. So. Hier war das, ne? Weil hier schwimmt doch so viel Scheiße rum. Kann ich halt nichts drin ausmachen. Ist halt nur die Frage, wie viel es hier noch gibt. Rungholt Gedenkbibliothek. Also zweimal habe ich es gerade schon blinken gesehen. Ich glaube, hier gibt es mehr als zwei von den Dingern. Bin mir ziemlich sicher. Ja, erstmal hochkommen, ne? Das war zu weit. Das geht ja wohl zu weit. Was mir gerade einfällt, ne? Das Spiel ist auf Englisch, glaube ich. Eigentlich so ein bisschen. Und Deutsch. Habe ich eine Sprache eingestellt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube nicht, ne? Warte mal. Erstmal den hier. Geht's da weiter? Da geht's noch. Oben jeweils. Frage ist eigentlich, welcher Weg ist hier der richtige, ne? Um an alle Zettelchen zu kommen. Der führt dahin und der führt auch dahin. Aber mit dem können wir noch dahin. Ist die Frage dahin oder dahin? Wir können erstmal hier hochgehen. Und dann gucken wir. Da geht's noch weiter hoch. Ja. Noch eine Seite. Und sonst geht's hier auch nicht weiter, ne? Nein. Okay, dann waren wir richtig. Ich verstehe die, aber umso mehr Bilder wir sammeln, umso weniger verstehe ich die, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schätze mal, diese komischen geschnörkelten Linien, die nach oben gehen, das ist Wind. Aber dann, ich verstehe nicht, ist da jetzt ein Blitz im Wasser eingeschlagen und hat dann, ist dann irgendwas nach oben explodiert oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich sag mal, die Story von denen, die verstehe ich noch so einigermaßen. Aber der Rest ist so, weiß ich nicht. So, da noch. Ja, eigentlich wollte ich mich gerade mit der Maus umgucken, aber danke. Was da noch weiter geht. Hier nicht, da nicht. Hier auch nicht. Nein. Okay, dann hier.
Schon wieder Gewitter. Okay. Auf alle Fälle mal runter und runter.